Moin, so Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum Motorsport Manager. Ja, letztes Rennen, da sind wir ganz undankbar auf dem vierten und auf dem siebten Platz gelandet. Ne, siebter Platz ist der erste, der keinen Punkt mehr bekommt. War ein bisschen unglücklich. Wir gucken mal. Ja, Tanaka an der Spitze vor Liao im Training. Olga Makarova ohne Zeit gefahren, weil wir ihren Wagen noch einstellen mussten. Kruse gewinnt dann das knappe Qualifying vor Balcazar. Die Hammerwagen also meilenweit voraus allen anderen. Ja, ist so. Fahrzeug in 17 Stunden fertig, haben wir richtig zu Schanden gefahren. Interview, nein, danke. Und ja, Kruse hat gewonnen. Balcazar und Dutt, also Sieg für Hammer, Doppelsieg für Hammer AMR hier. Durften mit aufs Podium. Da freue ich mich. So, und wir können uns aber hoffentlich über zwei gute Sponsoren dann freuen, die uns was Vernünftiges bringen irgendwie. Und wenn es nur eine hohe Vorauszahlung ist. Ansonsten unsere, ja, Sekundärsponsoren hier, die sind gut. Da beschwere ich mich gar nicht. So, Reparatur abgeschlossen. Sehr schön. Sponsoren haben wir schon fünf Angebote. Wir kümmern uns erstmal um den Wagen. Teile verbessern. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Motor und ja, ein bisschen Beschleunigung schadet auch nichts. Also bringen wir erstmal unsere Getriebe hier auf Vordermann. Würde ich vorschlagen. Ja, und da ist noch Potenzial drin, ohne Ende. Wie lange braucht er unser Motor noch? Schauen wir mal nach. Noch 10 Tage. Okay, den kriegen wir vielleicht für das Rennen dann noch fit, ne? Wenn wir da alle Ressourcen reinstecken. Könnte funktionieren. Höchstgeschwindigkeit im Moment nur auf dem achten Platz. Überall anders, bis auf den Spoiler wahrscheinlich, ja, auf dem siebten. Okay, schauen wir mal auf die Sponsoren. So, dritter oder besser für 1,3 Vorauszahlung 750.000. Und da fallen die anderen beiden natürlich deutlich dagegen ab, ne? Also ich werde den hier nehmen. Dritter Platz ist natürlich, haben wir letztes Mal nicht geschafft. Ich würde gerne irgendwie so um vierten oder sowas. Hätte ich halt gerne ein Sponsorenangebot. Und ehrlich gesagt, 2 Sterne Sponsor für einen fünften für 800.000 ist mir zu wenig. Dann versuche ich lieber, um den dritten zu fahren. Das sage ich jetzt einfach so. Auch wenn es vielleicht eine dumme Idee ist. Aber mal gucken, in zwei Rennen, wenn es nicht läuft, können wir ja hier nochmal austauschen. So, okay. Ich mache erst. Achso, wie lange braucht eigentlich hier unser Getriebe? 7 in der Woche ungefähr. So, wir gucken mal hier nach dem Wochenende rein. Ja, jetzt so ungefähr. Ja, 75, ein Tag muss noch drin bleiben. So, was haben wir hier? Siebter oder besser? Das ist unheimlich kurz, ne? 450. Hier bekommen wir 200.000 für die nächsten 4 Rennen. Ich denke, ich werde das hier nehmen. Da ist die Vorauszahlung nämlich sehr gut. So, die 800.000 nehmen wir mit. Ja, und hier versuche ich nochmal, um den dritten zu fahren. Für ein bisschen mehr Geld als bisher, aber fünfter wäre wahrscheinlich, ne? Wäre sicherer auf jeden Fall. Da hätten wir locker mal 8. Ich weiß halt nicht, ob wir den dritten oder besser schaffen jetzt in nächster Zeit. Ich vermute eher nicht. Und den fünften dürften wir aber hinkriegen immer. Hier gibt es halt auch so eine schöne Vorauszahlung, ne? Aber im letzten Rennen, ihr habt es gesehen, da sind wir direkt leer ausgegangen mit dem dritten Platz. 10 Rennen, das sind 6 Rennen. Ich werde den Mittelweg nehmen. Sechser oder besser für 700.000, ne? Das reicht uns auf jeden Fall und es dauert hier nur 3 Rennen, der Vertrag. Und dann haben wir hier 300.000 nochmal bekommen. Ich werde das hier nehmen. So, ein schön kurzer Vertrag, ne? Weil so richtig zugesagt haben die mir alle nicht. Ja, und dann tauschen wir hier in 2 Rennen dann jedes Rennen einen Vertrag aus. Nach dem vierten Rennen sogar 2 Verträge. Finde ich gut. So, einen Tag wollte ich noch warten. So, Montag ist vorbei. Sehr schön. So, unser Motor, wann ist der fertig? 2 Tage. Okay, das heißt, wir können uns jetzt überlegen, was wir mit diesen 2 Tagen anstellen. Den Motor hier zu verbessern, lohnt sich, denke ich, nicht.
Dann machen wir Leistungstuning in den 2 Tagen, oder? Ja, machen wir. Mal schauen, was hauen wir denn hier noch rein? Was müssen wir denn noch ein bisschen verbessern? Hier den Spoiler. Den sollten wir auf jeden Fall hier reinhauen nebenbei. Und dann konzentrieren wir uns jetzt, bis der Motor fertig ist, ganz doll aufs Leistungstuning. Na, das bringt uns ungefähr 5% oder 5 Punkte pro Tag. Das sind jetzt nochmal 10 Punkte drauf. Und wir sind jetzt schon so gut wie unser grünes Getriebe hier. Finde ich gut. Da kommt Freude auf. So, was haben wir denn hier noch? Bericht zum anstehenden Rennen, 33 Runden. Ah, Phoenix, ja. Da brauchen wir echt Höchstgeschwindigkeit. So, und jetzt müssen wir unseren Motor hier fit kriegen. Was brauchen wir denn fürs nächste Rennen? Die 34 Tagen ist das erst. Da brauchen wir die Aufhängung. Okay. Dann machen wir die Aufhängung oder Spoiler oder Spoiler. Ja, ich denke, dann nehme ich eher die Aufhängung oder brauchen wir den Spoiler hinterher nochmal? Den Spoiler bräuchten wir hinterher nochmal. Spoiler kostet 5,7 Tage. Aufhängung dauert länger. Wo kriegen wir denn den größeren Boost? Gucken wir mal. So, hier haben wir bisher nämlich nur eine plus 10. Und da könnten wir uns aber tatsächlich eine richtig gute plus 65 holen. Wow. Also das wäre ein enormer Boost hier. Auf jeden Fall beim Spoiler kriegen wir bisher eine plus 25. Ja, und würden dann noch mal eine plus 40 bekommen. Es ist beides eigentlich richtig gut. Der Spoiler geht schneller zu bauen, auf jeden Fall. Von daher werde ich mir hier einfach den Spoiler zuerst holen. 7,7 Tage. Und dann können wir den nämlich schon mal fit machen und dann können wir versuchen, die Aufhängung zu machen. Kostet halt ein bisschen, aber macht nichts. So, einmal Spoiler bauen. So, und dann. Ja, okay, der Spoiler hier ist bei 79%. Das passt und wir haben jetzt noch 6 Tage, um den Motor fit zu kriegen. Reicht uns das eigentlich nicht, ne? Ja, vielleicht darf Hong Liao den. Ach, der ist auch gar nicht so gut wie unser anderer Motor. Den müssen wir erstmal hochtunen. Ich meine, der hat viel mehr Potenzial. Aber ansonsten bleibt er ja total zurück. Ja, wir gucken mal, wie weit wir mit dem Motor kommen. Ja, wir wollen den ja einsetzen. Definitiv. Von daher schauen wir mal. Ja, vielleicht hätte ich den Motor hier einfach tun sollen, jetzt die Tage über. Aber gut, so haben wir jetzt 2 hervorragende Getriebe. Da kann Olga hier mit ein bisschen besseren Getriebe jetzt fahren, auf jeden Fall. Das sind nochmal 15 Punkte drauf. Das wird sie auch nicht gerade ärgern, denke ich. So, irgendwas war hier. Telemetriestation. Ja, nee, dafür haben wir im Moment echt gar kein Geld. So, Eva Blasi ist richtig gut gefahren. Hat die schnellste Runde und den Sieg in Peking erfahren. Okay. So, und wie sieht es bei den Teams aus? Ja, Dogtooth Motor Group. Dogtooth Lake Motor Group, sorry. Ne, die Marshall-Wagen hier wieder stark, im Gegensatz zum Rennen davor. Und sind deswegen auch wieder auf dem 2. vor Oberhof gelandet. Aber Oberhof und Dogtooth echt auch bei den nicht schlechten, der 6 und 8 platziert dann. Ja, gut. Kann man mal machen. Finanzmanagement. Ja, ich weiß, ich baue Teile. Was soll ich machen? Ich habe das im Auge. Ich weiß, wir kalkulieren immer super knapp, aber kann ich ja jetzt auch nichts machen.
So, der Spoiler braucht noch 24 Stunden. Also nach dem Rennen ist der fertig auf jeden Fall. Und dann haben wir 28 Tage Zeit bis Dubai, um den in Form zu bringen und uns noch eine Aufhängung zu bauen und die auch in Form zu bringen. Mal gucken, könnte interessant werden. So, sechsten Platz nehmen wir für 700.000. Wenn wir da zweimal einen sechsten bekommen, ist alles cool. Na, die 700.000 reichen auf jeden Fall. Teile müssen wir noch einbauen. Jetzt wird es interessant. Wie schaut es aus mit dem Motor? Der ist bei 71% nur. Nee, das war falsch. So wollte ich das machen. Den darf dann halt Hong Liao erstmal fahren. Genauso wie er das Getriebe erstmal hätte beinahe fahren dürfen. So, und hier gibt es dann auch ein kleines Upgrade für beide. Motor haben wir geklärt. Bremsen. Ja, Bremsen ist auch alles in Ordnung. Spoiler passt. Aufhängung, ja, passt so auch. Ja, also ihr seht, die Wagen nicht so weit auseinander. Bei der Höchstgeschwindigkeit ist tatsächlich die höchste Differenz, würde ich vermuten, ne? Und das sind ja knappe 25 Punkte irgendwie. Die Differenz tatsächlich nur. Es ist nicht so viel. Hier sind es nur 5 Punkte bei den Bremsen irgendwie. Beim Getriebe sind es ja 19 Punkte. Spoiler sind es nur 7 Punkte. Und bei der Aufhängung, da sind es tatsächlich mal 22 Punkte auch. Ja, gut. Das war's also für heute, Jungs und Mädels. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal mit dabei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, ihr ärgert euch auch ein bisschen mit mir darüber, dass die Sponsoren, dass wir da so schlecht abschneiden im Gegensatz zum Rest, obwohl wir ja die Erstplatzierten in der Serie sind. Ne? Also keine Ahnung, was da los ist. So unsympathisch sind unsere Fahrer eigentlich nicht. Bilde ich mir ein. Macht's gut und bis dann, Jungs und Mädels. Ciao.